Hart aber fair mit Frank Plasberg. Guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber fair. Sie sind da, wir sind da. Gute Voraussetzungen, um anzufangen. Um fast pünktlich anzufangen. Dankeschön. Bahnerlebnisse sind ein todsicherer Gesprächsstoff für jede Party, für jede Familienfeier. Wut, Spott, Verzweiflung, oft sind sie ja mehr als berechtigt, sie werden dann zu Pointen verarbeitet. Das hat sich bewährt und deswegen fange ich heute Abend auch mal so an. Die Strecke Köln-Berlin heute Morgen. Ich war pünktlich da und dann kam diese Meldung. Richtig. Ich bin geflogen. Diese Maschine kam schließlich über 2 Stunden später in Berlin an. Ich war nur 1 Stunde später. Ich hatte dank einer freundlichen Eurowings-Mitarbeiterin umbuchen können. Grund für die Verspätung, dem Berliner Flughafen fehlte es an Bodenpersonal. Jetzt stellen sich diese Geschichte mal in der Bahnversion vor. Wie sowas klingt, das weiß Bahnchef Richard Lutz, der sich heute in diese Runde traut. Unser Thema: Klimaretter oder Nervenkiller, was kann die Deutsche Bahn? Mickey Beisenherz, der TV-Moderator, sagt, sie ist Klimaretter und Nervenkiller. Wenn ich mal wieder irgendwo festsitze, weil der Zug ausfällt oder dann im Zug keine Toilette funktioniert, dann denke ich, das ist doch ein rollender Haufen gottverdammte Scheiße. Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, kritisiert, die Deutsche Bahn ist leider oft eine Zumutung für die Kunden und eine Blamage für die Bundesregierung. Und die tut zu wenig. Bahnfahren müsste viel attraktiver und billiger als Fliegen sein. Bernd Althusmann, der niedersächsische Verkehrsminister von der CDU, sagt, auch wir in der Union wissen, wie wichtig die Bahn für die Mobilitätswende ist. Dafür bekommt sie ja jetzt viel Geld vom Bund. Nun muss die Bahn aber auch liefern. Und das nicht nur im Fernverkehr. Judith Henke, die Studentin, ist Bahnpendlerin und sagt, es nervt, wenn man im Nahverkehr fast jeden Tag zu spät zur Arbeit oder zur Uni kommt. In vielen Ländern sind die Bahnen pünktlich. Warum klappt das hier nicht? Richard Lutz, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, entgegnet, wir müssen besser werden, ja. Wir investieren aber auch gerade so viel wie nie zuvor. Und das merken die Kunden schon. Knapp 150 Millionen Menschen sind letztes Jahr im Fernverkehr mit uns gefahren. Ein neuer Rekord. Springen wir mitten rein ins echte Bahnleben mit einer Zuschauererfahrung aus dem Norden der Republik. Unser Zuschauer Oliver Groß aus Rostock pendelt wöchentlich mit der Bahn nach Bremen. Er hat uns seine Erfahrungen aufgelistet. Defekte WCs, funktionsgestörte Türen, defekte Klimaanlagen im Sommer sowie defekte Heizungsanlagen im Winter, fehlende Reservierungsanzeigen aufgrund von Soft- oder doch Hardware-Problemen und vieles mehr. Im Bahnjargon heißt das technischer Mangel. Darunter fällt alles, von einer kaputten Reservierungsanzeige bis Zug fährt nicht mehr. Technisch mängelfrei, also komplett heile, waren im ersten Halbjahr 2019 im Schnitt nur 42% aller Fernzüge der Deutschen Bahn. Herr Lutz, Sie kennen das schon, Sie kriegen heute Abend die Torten ins Gesicht, aber man kann sie noch nicht ersparen. Wahrscheinlich. Ja, genau. 42% der Züge fahren nur ohne Mängel. Wie peinlich ist Ihnen diese Zahl? Na, als Kind einer Eisenbahnerfamilie und als Mitarbeiter und Eisenbahner seit mehr als 25 Jahren leide ich da natürlich mit. Mir tut das auch weh. Allerdings muss man hier sagen, bei der Zahl, die da genannt wurde, geht es wirklich um jede einzelne defekte Toilette. Und wenn wir das mal übersetzen, wie viele Kunden mit diesen technischen Mängeln zu tun haben, weil es eben ja andere auch Toiletten gibt, die funktionieren, reden wir über eine Größenordnung von etwa 90% der Kunden, die mit technisch einwandfreien Zügen zu tun haben und damit reisen. Das mit der Toilette hätte ich mir gewünscht, dass Sie das nicht sagen. Weil können Sie sich vorstellen, wenn ältere Menschen 3 Waggons durchqueren müssen, um eine benutzbare Toilette zu finden? In einer Sendung, wo die Bahn nur am Rande Thema war, habe ich nur meine Fotos gezeigt von der Bahnfahrt. Ich fahre zurück immer mit der Bahn Berlin, Köln. Da waren 4 Toiletten kaputt. Das ist jetzt doch kein Mangel, den man so wegtun kann nach dem Motto,
Hauptsache der Wagen rollt, sollen die Leute doch ins Fläschchen Pipi machen. Ich will das auch gar nicht verniedlichen. Und nochmal, es geht darum, dass auch wir besser werden müssen. Wir sind da auch gerade, was Instandhaltungskapazitäten angeht, dabei, unsere Kapazitäten auszubauen, damit wir eben auch diese Situation für unsere Kunden verbessern. Da gibt es auch gar kein Vertun. Und da will ich auch gar nichts kleinreden oder schönreden. Es gibt ja noch ein Ärgernis, das sind die Klassiker. Reservierung fällt aus, ja, weil Software oder Hardware. Und dann können Sie das Spektakel immer erleben. Dann sieht man ja nichts, man hat aber seine Reservierung, für die Sie übrigens 4,50 Euro nehmen. Ja? Dann sieht man, wie Menschen auf einem Platz zusteuern. Wenn Sie Pech haben, sitzt da noch jemand, der vielleicht gerade diesen Platz gefunden hat. Manchmal ist eine Mutter mit dem Kind. Gut, dann kann man entscheiden, ich stehe lieber. Manchmal will man auch arbeiten. Und können Sie sich vorstellen, welche Peinlichkeit auf Seiten dessen herrscht, der mit der Reservierung ankommt, welche Ärger auf der anderen Seite? Wenn man sieht, was alles möglich ist, technisch, dann frage ich mich, ist das Raketentechnik, eine Reservierung so auch anzeigen zu können, dass sie gilt? Nein, es ist keine Raketenwissenschaft. Und nochmal, wir können und müssen besser werden, auch bei dem Thema Sitzplatzreservierung. Ich habe das persönlich auch schon erlebt, dass ich in einen Zug eingestiegen bin und keine Sitzplatzreservierung hatte. Insofern kann ich da auch sozusagen aus eigenem Erleben durchaus nachempfinden, was da viele Kunden tagtäglich durchaus erleben müssen. Und es bleibt dabei. Wir Woran liegt das denn? Ich würde es ja gerne verstehen. Woran liegt das denn? Das liegt teilweise an dem Thema, dass wir in der Software Probleme haben, was das sogenannte Zugtaufen angeht. Aber ich will jetzt gar nicht in sozusagen Spezialitäten eintauchen. Am Ende des Tages müssen wir besser werden, damit die Kunden einen zufriedenen Service und guten Komfort in ihren Zügen haben. Das, was wir hier besprechen, ich behaupte das ja gar nicht, ist nicht neu. Aber die Probleme der Bahn sind auch nicht neu. Das sind Klassiker. Und wir besprechen das hier im klimatisierten Studio mit ein bisschen Distanz. Wenn man im Zug sitzt, der liegen geblieben ist, wo die Toiletten kaputt sind, und wenn man das dann raus in die Welt instagrammt, dann kann das schon mal eine Nummer derber sein. IC Dortmund nach Hamburg. Bereits in Münster, Bahn kaputt. Alle raus. Mit Kind doppelt lustig. DB Personenverkehr. Ein rollender Haufen gottverdammte Scheiße. Gestanden haben. Wer mich kennt, weiß, dass das ja sonst gar nicht meine Sprache ist. Ironie kommt nie rüber im Fernsehen, Herr Beißnitz. Im Ernst, was war da los? Was hat Sie so auf die Palme gebracht, ja, dass Sie Ihre Wortwahl so gewählt haben? Naja, es ist das Übliche. Also die Strecke Bochum bzw. Dortmund. Also Bochum will ich gar nicht mit anfangen. Da könnte ich starten, aber dann muss ich schon in Dortmund einmal umsteigen. Also geht es in Dortmund los. Und diese Strecke ist ja kein ICE. Der ist ja technisch okay, aber der IC ist ja wirklich einfach nur rollendes Altmetall. Und dann hatte ich... Es war im Sommer, es war sehr heiß, das Gefühl, jetzt könnte es laufen. Und bereits nach einer halben Stunde in Münster hieß es dann, wie üblich, alle raus. Und dann, Wieso alle raus? Ja, weil ich glaube, es war die Klimaanlage, die nicht funktioniert hat. Es war sehr warm und dann hieß es, wir warten jetzt. Und dann gab es erstmal lange Zeit keine Ansage. Und irgendwann sagte jemand, oh, da draußen ist doch schon an der Anzeige, steht schon, Fahrt fällt aus. So, das heißt, das ist ja auch mal ein Problem. Du kriegst halt sehr lange nicht gesagt, was da gerade los ist. Naja, und irgendwann hieß es alle raus und jetzt erstmal warten auf die nächste Bahn. Aber die nächste Bahn, weil es so viele Leute sind, die Beförderung ist nicht garantiert. Sehr frustrierend. Was haben Sie gemacht? Ich habe erstmal sehr lange gewartet, dann habe ich das Kind beruhigt, dann habe ich, glaube ich, irgendwann über eine Stunde später... Das Kind hat aber nicht gesehen, was Sie da geinstagrammt haben. Nein, das darf das Kind alles... Scheiße, das Kind darf grundsätzlich eh nicht mitbekommen, was ich beruflich oder privat so treibe. Besser ist das. Gibt's ein gestörtes Verhältnis. Ich habe auch kurz darüber nachgedacht, mir eine Flixbahn zu nehmen, weil die kam nämlich, dann fiel mir aber ein, dass das natürlich von der Bahncard 100 nicht abgedeckt wird. Sie haben eine Bahncard 100? Ja, noch. Die Black noch. Mamba, das die ist... Die Black Mamba, Sie ja, müssen ja. sagen, was die... Nein, das lassen wir Herrn Lutz sagen. Was kann die Black Mamba, diese Bahncard 100, was kann die? Die Black Mamba ist der Spitzname für eine Bahncard 100, mit der man sämtliche Züge der Deutschen Bahn kostenlos nutzen kann. Für ein einmaliges Geld. Ja, aber erste oder zweite Klasse. Das heißt, du kannst dich entscheiden, entweder ich ärgere mich für 4.000 oder ich ärgere mich für 7.000 Euro. Am Ende kommt es aufs Gleiche raus. Ja, das ist, Darf ich Sie fragen, wofür Sie sich entschieden haben? Also, ich habe mich
Ich habe mich tatsächlich im letzten Jahr das erste Mal für eine Bahncard erster Klasse entschieden. Ich wollte mir selber einfach vormachen, ich hätte es jetzt endlich geschafft. Ich hätte es der Witz bei der Sache ist, ich hätte es ein Jahr vorher auch schon mal gemacht und ich war schon so weit. Dann hat allerdings im Reisezentrum der Kartenleser nicht funktioniert. Ich bin wieder nach Hause gegangen und da setzte der alte Geiz ein und dann habe ich gesagt, ah nee, komm, zweite reicht auch. Ja, das ist der. Und jetzt ist natürlich, jetzt ist wieder November, jetzt steht wieder die Entscheidung an. Und wie reagiert denn das Zugpersonal, so ein Zugführer, wenn Sie die Black Mamba zücken? Macht sich dann Ehrfurcht breit, werden Sie nett behandelt? Oder? Also ich hatte tatsächlich mal einen, das fand ich aber auch sehr lustig, der guckte sich das Ding wirklich an. Und so, also es gab so ein Anerkennendes. Der Witz bei der Sache war, als ich ihm das Ding hinhielt, saß ich gerade wieder auf dem Boden zwischen den Abteilen. Weil es so voll war. Ja, weil es so einfach so voll war. Es passiert ja auch. Also es ist ja wirklich toll, dass so viele Menschen die Bahn nutzen. Aber ich habe das Gefühl, dass ja jetzt schon teilweise die Kapazitäten gar nicht da sind. Jetzt kommen ja auch noch die ganzen Soldaten dazu. Also das wird ja alles noch hochspannend. Das Schlimme an der Sache ist ja, ich bin ja hier, also man möchte ja meinen, ich bin jetzt hier als Wut, also als Zugbürger eingeladen und müsste mich jetzt über... Sie sind Liebhaber, das merkt man an Ihren Augen. Ja, ich komme mir manchmal vor wie jemand, der über so eine ganz miese Beziehung spricht, der dann sagt, naja, eigentlich kann sich auch ganz lieb sein und wir haben ja auch gute Zeiten. Und dann, so man redet sich das so schön und vergisst darüber wieder diese ganz vielen bitteren Enttäuschungserlebnisse. Aber im Grunde genommen... Darf ich mal als Paartherapeut reingrätschen? Bitte. Mach einen Vorschlag. Ja. Sie entschuldigen sich für die rollende Scheiße und er überzeugt Sie, dass Sie die Black Mamba noch mal verlängern. Zumal das finde ich sehr, ich entschuldige mich, zumal es ja auch gelogen war, denn sie rollte ja gar nicht, sie stand ja. Das ist ja schon mal falsch. Also ich ziehe die Beschimpfung zurück, was das, also es war einfach viel zu drastisch. Ich bin der Bahn ja sehr zugeneigt, aber ich nehme natürlich jedes Geschenk an, das ist ja völlig. Haben Sie ein ernsthaftes Argument? Dann öffnen wir die Runde mal, warum wir es im neuen Jahr noch mal versuchen sollte, für 7.000 Euro erster Klasse jederzeit fahren zu können? Also um enttäuschte Lieben kämpfe ich gerne. Und es ist in der Tat richtig, auch im Sommer, wir hatten Hitzerekorde, aber wir haben gerade bei unseren relativ uralten Intercity-1-Garnituren natürlich das Problem mit den Klimaanlagen, weil die auf solche Temperaturen auch gar nicht ausgelegt sind. Deshalb ist das Beste, was wir machen können, das, was wir seit Jahren tun, nämlich die komplette Fahrzeugflotte des Fernverkehrs erneuern und mit jedem neuen ICE 4, der zuläuft und mit jedem alten Intercity 1, den wir dann in seine wohlverdiente Rente schicken können, wird der Service für die Kunden und für Sie auch höchstpersönlich dann mit Sicherheit besser werden. Es wird ein bisschen dauern, aber wir werden in den nächsten 3 bis 4 Jahren über 200 neue Fernverkehrszüge in Betrieb haben und ich gehe davon aus, dass die gut funktionieren, jedenfalls besser als manches, was wir da in den Intercities... Herr Lutz, 30, 40 ich bin warten gewohnt. Ja. Herr Hofreiter, Sie sitzen neben Herrn Lutz. Und wenn es für den gut oder schlecht läuft, das weiß man nicht. Und die Grünen mal in die Regierung kommen, sind Sie eigentlich der gesetzte Verkehrsminister. Sie würden sich niemals so ausdrücken wie Herr Beisenherz. Niemals. Aber haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, selbstverständlich. Und vielleicht auch ein Tipp. Wenn man sehr viel unterwegs ist und nicht reserviert hat, nämlich eins der Probleme im Reservieren ist ja auch, dass häufig die Züge getauscht werden. Also die letzten Male, wo ich reserviert habe, ist immer ein Ersatzzug gekommen. Und dann gibt es einen guten Tipp, immer genau schauen, wo das Bordbistro kommt, wenn eins dabei ist, was auch nicht immer der Fall ist. Und dann ganz schnell ins Bordbistro rein, nämlich da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Sitzplatz kriegt, am höchsten auch bei völlig überfüllten Zügen, wenn die Reservierung wieder ausfällt. Aber man muss sagen, dass Herr Lutz eigentlich der falsche Ansprechpartner ist, auch wenn wir schon hochproblematische Bahnchefs hatten in der Vergangenheit. Nämlich das System ist halt seit Jahrzehnten auf Verschleiß gefahren worden und die ganzen letzten Jahre auf Verschleiß gefahren worden. Und die Hauptverantwortung trägt da die jeweilige Bundesregierung. Und wir haben da seit Jahren nur Mängelverwaltung. Das soll nichts von den zum Teil großen Fehlern, die die Bahn selber gemacht hat, wegnehmen, von den Planungen, die sie befördert hat und so weiter. Aber das Hauptproblem ist, wir müssten halt endlich den Schalter umlegen. Und die Bundesregierung haben die halt wirklich richtig in die Bahn investiert. Vielleicht nur eine Zahl. Seit 1990 sind über 6.000 Kilometer Strecke stillgelegt worden. In der gleichen Zeit sind Tausende von Kilometern Autobahnen dazugebaut worden. Und wir haben halt einfach gigantische Kapazitätsprobleme.
Frau Henke, ich gucke mal ein bisschen in Ihren Kopf. Sie sind die Jüngste in der Runde. Historie ist immer wichtig, hilft Ihnen aber auch nicht weiter als Pendlerin, die privat pendelt, auch beruflich gependelt ist. Was stört Sie am meisten an der Bahn? Grundsätzlich sind Sie wie die meisten in dieser Runde auch eine Bahnfreundin. Aber was stört Sie am meisten? Was wäre leicht abzustellen, ohne jetzt auf die Historie zu verweisen? Also was mich immer sehr ärgert, ist diese fehlende Transparenz. Man sitzt dann im Zug, der hält dann an und dann kommt vielleicht, wenn man Glück hat, nach 10 Minuten so eine Durchsage, ja, hier ist irgendwie so eine Stellwerkstörung, vielleicht ist auch gar kein Grund genannt und man sitzt dann da erstmal. Und dann ist man im Prinzip irgendwie der Situation ausgeliefert, man kann noch nichts tun. Und gerade wenn da jetzt... Manchmal steht ja auch ein Zug an einer Haltestelle recht lang. Zum Beispiel, ich fahre oft über Bonn. Ich könnte jetzt auch aussteigen und ein Taxi nehmen oder mit der KVB fahren. Ja. Aber mir wird ja nicht gesagt, fährt er in einer halben Stunde weiter, fährt er in 3 Tagen weiter, in 3 Jahren. Man weiß es nicht. Und das ist einfach... Ich erspare Ihnen jetzt, ich habe mir das notiert, eine Antwort gleich von Ihnen, Herr Lutz. Aber Herr Altesmann, Sie sind Verkehrsminister in Niedersachsen. Das ist ein Flächenland. Wir haben eine große Aufgabe vor uns, Energiewende, und beschäftigen uns aber mit den Alltagsproblemen. Was trauen Sie der Bahn denn zu, wenn Sie sehen, wie sie die Gegenwart meistert und an die zukünftigen Aufgaben denken? Also ich nehme an, dass jeder hier im Raum irgendeine Geschichte, wenn auch mehrere, womöglich kennt, die besonders schlecht gelaufen sind bei der Deutschen Bahn. Vielleicht darf man aber auch mal darauf hinweisen, dass wir das dichteste Verkehrsnetz der Bahn in Europa haben, nach Belgien. Wir haben jeden Tag 7 Millionen Kunden, die die Bahn nutzen. Das Problem tritt gerade bei den Fernverkehren auf. Für den Nahverkehr sind die Länder zuständig. Und wir werden natürlich alles dafür tun, dass die Pünktlichkeit gerade der Pendler, die nah zum Beruf pendeln, dass diese Pünktlichkeit dann auch weiter zunimmt. Darum wird es gehen. Und wissen Sie, ich kann nur sagen, der Bund hat jetzt die Weichen gestellt. Wissen Sie, 156 Milliarden Euro, ja. Das ist ja nicht irgendwas. Wir klotzen ja jetzt. Ja, Herr Pofalla ist der Finanzvorstand, der sitzt auf der Kohle, kennt sich ja aus, ja. Kommt ja aus der Regierung, 156 Milliarden. Er sagt, das ist nicht nur Rückenwind, das ist schon ein Orkan im Rücken. Oder wäre ich sehr vorsichtig, im Zusammenhang mit der Bahn solche Begriffe zu verwenden. Ja, ich hab schon gehört. Da tun sich unschöne Erinnerungen. Da kommen wir noch zu. Sie haben das Stichwort Pünktlichkeit genannt, auch was Sie mit der Kohle machen. Da reden wir gleich noch drüber. Gehen wir mal die Punkte durch. Sie haben gesagt, gerade im Nahverkehr Pünktlichkeit. Sie arbeiten zum Teil, Sie studieren, sind auf dem Weg, Journalistin zu werden, haben Jobs, jonglieren, halt sich so durchs Leben, sind auf die Bahn natürlich angewiesen. Und das ist ja so, man kann, wenn man über die Bahn redet, die Uhr danach stellen. Pünktlichkeit kommt sofort als Thema. Unsere Zuschauerin Lena Thier aus Kerkingen in Baden-Württemberg hat uns geschrieben. Ich bin Pendlerin seit fast 10 Jahren. Es vergeht kein Tag, an dem die Bahn keine Verspätung hat. Das Einzige, was bei der Deutschen Bahn pünktlich kommt, sind die Preiserhöhungen. Es vergeht nämlich kein Tag, an dem die Deutsche Bahn nicht mindestens 5 Minuten Verspätung hat. Rein statistisch gesehen sind 5 Minuten für die Bahn noch keine Verspätung. Für mich ist es wertvolle Lebenszeit, die ich mit Warten verbringen muss. Unsere Zuschauerin hat recht. Erst ab 6 Minuten Verspätung gilt ein Fernzug als unpünktlich. So definiert es zumindest die Deutsche Bahn. Trotz dieser eigenwilligen Definition kommen im Fernverkehr nur 3 von 4 Zügen pünktlich. Das reicht der Bahn aber, um ihr selbst gestecktes Pünktlichkeitsziel für dieses Jahr zu erreichen. Das liegt nämlich nur bei 76,5%. Übrigens, wenn die Bahn gar nicht kommt, wenn der Zug ausfällt, taucht er in dieser Statistik überhaupt nicht auf. Herr Lutz, ist ein Taschenspielertrick, oder? Nein, es ist die betriebliche Pünktlichkeit, die wir seit Jahren ausweisen. Und wenn ein Zug nicht fährt, dann kann er nicht unpünktlich sein. Wir erfassen so ein bisschen lassen Sie sich das fragen. Sie strapazieren meine Bahnfreundlichkeit. Sie wissen, dass es einen zweiten Parameter gibt, nämlich die Kundenpünktlichkeit. Ja. Also, nämlich kommt der Kunde pünktlich ans Ziel, weil er seine Anschlüsse bekommen hat. Ja. Die Züge, Pünktlichkeit ist das eine. Ja. Und ich will Sie nicht mit den Zahlen quälen, aber... Was ist so schwer dran zu sagen, ist ein Taschenspielertrick? Nein, weil es eine betriebliche Pünktlichkeit des Zuges ist, die wir so ausweisen. Das machen auch viele andere europäische Unternehmen. Und viele andere zeigen auch diese sogenannten Kunden- oder Reisendenpünktlichkeit.
Die werden wir additiv auch zeigen und die liegt gemessen daran. Und dort sind übrigens dann auch ausgefallene Züge mit dabei, auch verpasste Anschlüsse. Die werden wir auch zeigen, die liegt ein Stück weit oberhalb der 80%, sodass wir uns da insgesamt eigentlich nicht verstecken müssen. Wer platzt jetzt, Herr Altusmann oder Herr Hofreiter? Ich finde die Pünktlichkeitszahl von 6 Minuten, die ist noch optimierungsfähig. Schaue ich in die Schweiz, sind es nur 3 Minuten. Das ist natürlich bei einem so dichten Netz wie in Deutschland vielleicht nicht darstellbar. Aber ich sehe da eine Menge Luft nach oben. Wahr bleibt, die Politik hat, egal im Übrigen welche Bundesregierung, ob das nun Rot-Grün war oder Schwarz-Gelb oder wer auch immer in den letzten Jahren, bei der Bahn durchaus am falschen Ende gespart. Wenn wir jetzt 156 Milliarden Euro investieren in die Bahn, ist das eine echte Chance. Die Bahn ist letztendlich das Rückgrat der Klimapolitik für die nächsten Jahre. Und diese Chance sollten wir jetzt auch mal nutzen. Ich weiß, es gibt eine Menge zu beklagen. Es gibt eine Menge Beispiele, die wir alle finden werden, was schlecht läuft. Ich habe aber auch viele, viele Bahnmitarbeiter erlebt, die haben einen tollen Job gemacht. Auch das darf man ja durchaus in so einer Sendung mal sagen, jenseits von kaputten Toiletten. Ich kann nur sagen, wir haben eine Menge Chancen und die sollten wir jetzt nutzen. Und da würde ich mir im Übrigen wünschen, dass wir da nicht im parteipolitischen Hickhack uns gegenseitig, die Bundesregierung ist schuld oder die Länderregierung sind schuld. Das nützt nichts. Jetzt sollten wir die Chance ergreifen, aus diesem Geld echt etwas zu machen. Und wir brauchen mehr Schiene, wir brauchen mehr Pünktlichkeit, wir brauchen mehr Zuverlässigkeit, wir brauchen eine bessere technische Ausstattung, wir brauchen eine bessere WLAN-Kapazität in allen Bahnen. Das erwarten die Menschen heute. Also packen wir es doch einfach mal an. Ja, das wäre ja schön. Es wäre ja schön, wenn es endlich mal angepackt werden würde. Und dieser Spruch parteipolitischer Hickhack, das ist halt immer die Entschuldigung dafür, wenn man lange Jahre nichts gemacht hat. Und wissen Sie, mich erinnert das Ganze immer daran, ich kenne diese Reden jetzt seit Jahren. Ich sitze seit 2005 in der Opposition und in jede Bundesregierung, jeder Verkehrsminister, habe ich diese Reden bis jetzt gehört, packen wir es an, jetzt wird alles besser. Aber es ist halt die letzten Jahre nichts besser geworden. Und deswegen, ich musste immer an den alten Spruch denken, verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre. Und dann werden immer diese großen Zahlen in den Raum gestellt. Und wenn du die Zahlen dann klein rechnest, dann stellst du fest, naja, da sind sowieso Mittel drin, da sind Mittel der Bahn drin. Dann, wenn du mit dem Bundesrechnungshof redest, stellt der fest, naja, die Mittel reichen vielleicht aus, um den Status quo zu verbessern, weil in Wirklichkeit da auch wieder Unmengen Taschenspielertricks drin sind. Deswegen, wir brauchen im Kern eine Verkehrspolitik, die halt die Bahn so in den Fokus nimmt, dass nicht nur versprochenerweise besser wird, sondern dass man es halt messen kann. Dass halt die Pünktlichkeit nicht mehr um die 70%. Mach mal den Versuch, Herr Beisenherz, den Ehrgeiz um dieser, 97%. Dieser noch wünschen. Herr Altusmann, Herr Hofreiter, ich mache mal den Ehrgeiz, den nehme ich mir jetzt, die noch nicht koalierenden Partner, wir haben ja, ja Schwarz-Grün am Tisch, ein bisschen anzustacheln. Ein Zug, der nicht fährt, kann auch nicht verspätet sein. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Gefällt Ihnen diese Logik, Herr Beisenherz? Ich finde es witzig. Also aus humoristischer Sicht ist das natürlich super. Ich hatte diese Erfahrung auch unlängst. Also das, was ich da bei Instagram, das passiert ja also regelmäßig. Ich war wieder mit Kind, ich war wieder im Pott, weil die Strecke, großes Kompliment, Hamburg-Berlin funktioniert sehr häufig super. Stunde 45 Hamburg-Berlin kann es mit dem Auto nicht schaffen, vor allem nicht ohne geblitzt zu werden. Also fantastisch. Nicht gut. Köln, lass uns mal sammeln. Wir müssen diese Entlastung sammeln. Sie fahren Köln-Frankfurt öfter. Ja. Paradestrecke. Das ist recht solide, muss ich sagen. 50 Minuten schaffen Sie nicht unter 2 Stunden. Das ist super. Die Strecke ist auch sehr gut. Hannover-Berlin über Wolfsburg. Ja, auch gut. So, aber genug der Lobhudelei, weiter geht's. Hamburg-Dortmund. Katastrophe, regelmäßig. Also dieser Tweet da, der kam ja auch von der Strecke. Kurze Zeit später, ich wieder mit Kind, besuche meine Familie im Pott, will zurückfahren, muss einigermaßen pünktlich wieder in Hamburg sein. Einigermaßen bedeutet nicht die 5 Minuten Verspätung, die der bedauernswerten Frau die Lebenszeit geklaut hat, sondern da geht es dann eher um eine halbe Stunde oder anderthalb. Was passiert? Ich gucke auf die App, halbe Stunde Verspätung, 70 Minuten Verspätung, 80 Minuten Verspätung, okay, alles klar. Das kannst du jetzt schon mal vergessen. Zug fällt aus. Die nächsten 2 Züge, jeweils 2 Umstiege mit Verspätung angezeigt. Das heißt, bis auf die nächsten 3 Stunden kannst du die Bahn einfach komplett abhaken. Wenn du pünktlich irgendwo sein musst, ist Feierabend. Was mache ich? Ich nehme mir ein Auto. Falsch. Ich fand das sehr richtig in dem Moment. Ich zeige Ihnen mal, wie man mit den Verspätungsmeldungen... Flugtaxi, ist es schon da? Nein, wie man mit den Verspätungsmeldungen... Sie haben einen Fehler gemacht. Ich zeige Ihnen mal, was die Bahn vorschlägt, wie man mit solchen Verspätungsmeldungen umgehen sollte als souveräner Mann.
Kann die Arbeit nicht noch 10 Minuten warten? Okay, noch 10 Minuten. Informiert Sie, wenn Ihr Regionalzug mal etwas später kommt. Der DB-Streckenagent. So machen wir das, Herr Beisenherz. Ich habe meine Mutter besucht. Was hätte ich machen sollen? Herr Lutz, die Schweiz setzt auf Pünktlichkeit bei der Bahn. Ich will Ihnen die Zahlen noch mal vorlesen. Die sagen ja, 3 Minuten ist bei uns verspätet und Sie kommen auf eine Pünktlichkeit von 93,1%. 93,1% bei 3 Minuten. Sie 6 Minuten, 76,5%. Kommen wir jetzt noch mal auf diesen Werbespot zurück. Darf ich dazu noch mal was sagen, damit wir da zumindest mal die Zahlen klar haben? Wenn Sie bei uns auch den Nahverkehr mit dazunehmen, und das Schweizer System ist ein relativ kleines Netz, dann reden wir über 94% Pünktlichkeit. Wir sind hier in Berlin, dort fahren wir 96% Pünktlichkeit. Insofern muss man zumindest mal dann, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, auch ein Stück weit nochmal die Netze miteinander vergleichen, die Komplexität dahinter, die Mischverkehre, die wir haben. Und da haben wir mit Sicherheit in Deutschland eines der komplexesten Netze, wo wir eben immer wieder feststellen, dass wir auf einer Zugnappen... Ich sage jetzt nicht Taschenspielertrick, aber Ihre 94% ist nur Nahverkehr. Wenn man es mischt, ist es eine andere Zahl? Nein. Doch. 94% ist die gesamte DB AG. Da ist Faktencheck, Nahverkehr und auch Güterverkehr mit dabei. Werden Sie sehen morgen beim Faktencheck, wenn ich schiebe. Gucken wir uns gemeinsam an. Das können die Zuschauer auch. Und dann wird da entweder stehen, der Lutz hatte Unrecht oder Herr Blasbeck hatte Unrecht. Ich kenne so einigermaßen meine eigenen Zahlen. Ja, ich fürchte auch. Aber wir werden das dann mal auseinanderfieseln. Okay. Die 76,5% sind jedenfalls ein anvisiertes Ziel. Ganz genau. Jetzt noch mal die Frage nach dem Werbespot. Ist das Galgenhumor oder kümmern Sie sich um die Familienplanung in Deutschland, um die Rentenzukunft? Nein, es greift einen Punkt, auf den wir vorhin schon mal diskutiert haben, nämlich das Thema, unsere Kunden darüber zu informieren, auch gerade dann, wenn es mal nicht funktioniert und mit Verspätungen zu rechnen ist. Und wir haben bei Regio dort in der Tat diesen Streckenagenten mitentwickelt. Und ich glaube, im Sinne der Information für die Kunden, wenn es eben Verspätung gibt, ist das erstmal eine gute Idee. Wer verlässt Sie auf den Streckenagent in der Runde? Also ich nicht, weil der Streckenagent, mein Handyspeicher ist immer voll. Und, ja, aber das ist Ihr privates Problem. Ja, aber die DB-App passt noch drauf. Aber ich habe dann einfach keine Lust, noch eine App dieses Unternehmens zu installieren und frage mich, warum man nicht den Streckenagenten in die DB-App, in die allgemeine DB-App integriert. Wollte ich gerade sagen, hat sich die Sendung doch schon gelohnt. Ist wahrscheinlich ein komplexes IT-Unterfangen. Ja, Sie müssen doch erstmal Reservierungsanzeigen arbeiten. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das muss doch erstmal mit den Reservierungsanzeigen erledigt werden und dann kann man sich um diese App kümmern. Das muss doch jetzt auch immer dieses. Also kann man doch auch. Also muss man halt eins wirklich sagen, das Problem sind ja nicht diese ganzen einzelnen Anekdoten. Das Problem ist halt ein Fernverkehr, der eine Pünktlichkeit bloß von 3/4 schafft und das bei einem System, schienengeführten System, das technisch eine Pünktlichkeit, wenn Sie mit Ihren eigenen Technikern reden, sagen, wenn alles in Ordnung wäre, könnte man eine Pünktlichkeit von 97-98% schaffen. Und deshalb, was ich mir halt wünschen würde, ist, dass, ich meine, Sie tun sich da schwer, Sie sind de facto der Verkehrschef der Bundesregierung, also der Bahnchef der Bundesregierung, dass wir eine Bundesregierung haben, die halt eingesteht, so wie wir es die letzten Jahre gemacht haben, hat es nicht funktioniert. Und deswegen müssen wir da den Schalter umlegen und müssen wir halt deutlich mehr investieren, und zwar echt mehr investieren. Und da langt es nicht, wenn man große Zahlen in den Raum schmeißt, wo die Ihnen der Bundesrechnungshof innerhalb kürzester Zeit zerlegt, sondern da müssen wir halt so investieren, dass es halt objektiv besser wird. Da müssen wir bei den Strecken sozusagen die Engstellen beseitigen. Da müsste man wirklich die Anzahl von Zügen kaufen, die benötigt wird. Und da müsste man halt von Seiten der Bahn, halt von Seiten des Kunden denken. Und deswegen ist halt absurd, wenn Sie zum Beispiel sagen, ja, ein Zug, der ausfällt, kann nicht unpünktlich sein. Ja, aber für den Kunden ist es halt noch schlimmer, als wenn er 10 Minuten unpünktlich ist. Und diese Art von Denke, nämlich aus im System sozusagen zu denken und nicht vom Kunden aus zu denken, ist eins der großen Probleme, die da drin steckt. Nämlich, wir betreiben diese Züge ja nicht, weil wir Züge total nett finden, sondern weil wir Personen pünktlich transportieren wollen und weil wir Güter pünktlich transportieren wollen. Deswegen mein Wunsch
an die DB AG wäre und an den Chef der DB AG stärker vom Kunden her zu, oder den Kundinnen her zu denken und in Richtung Bundesregierung, dass sie wirklich so viel investiert, dass nicht bloß der Status quo gehalten wird. Herr Altesmann. Ich bin ja immer für differenzierte Argumente, Herr Hofreiter. Und Ihr Bashing gegen die Bundesregierung beginnt mich langsam schon zu stören. Denn wenn ich mal in Ihre eigene... Ach, so schlimm ist es auch nicht, wenn die Opposition die Bundesregierung ist. Ja, das ist ja das Schöne. Also das muss man ertragen in der Demokratie. Wir sagen 156 Milliarden, würden Sie sagen 300 Milliarden. Würden wir 300 Milliarden sagen, würden Sie sagen 500 Milliarden. Irgendwo ist es ja Ihnen nie genug. Man muss ja auch irgendwann mal Ziele setzen. Wir haben diese Ziele jetzt gesetzt. Aber zu Ihrer eigenen Geschichte von Rot-Grün darf ich nur mal in Sachen Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit von Argumenten nur mal darauf hinweisen. Das wichtige Bahninfrastrukturprojekt München-Berlin im Bereich Thüringen ist damals unter großem Jubel der Grünen gestoppt worden. Das heißt, wenn ich in Ihre Vergangenheit schauen würde, würde ich auch einige Punkte finden, wo die Grünen sich gar nicht so stark für den Bahnverkehr gemacht haben. Und gleichzeitig haben sie dann die Straßen, das war allerdings sinnvoll, am Ende auch genehmigt. Aber machen Sie jetzt nicht genau das, was Sie vor 20 Minuten genau vermeiden wollten? War mir ein bisschen zu viel Regierungsbashing Richtung Bundesregierung. Okay. Ich wünsche mir einfach, dass wir vielleicht mal fair die Argumente auf den Tisch legen. 86 Milliarden Euro jetzt für den Neubau. 40 Milliarden Euro für den Netzausbau. Wir werden in die Lärmsanierung investieren. Wir werden in den nächsten Jahren 11 Milliarden Euro investieren in die Kapitalausstattung der Deutschen Bahn. Wenn das jetzt kein echter Fortschritt ist, ich meine, die Deutsche Bahn wird jetzt damit auch zeigen müssen, das ist im Übrigen auch meine Erwartung, die ich als Länderminister, aber ich denke, die Bundesregierung wird es genauso sehen. Wir haben jetzt schon die Erwartung an Sie, Herr Lutz, und an die Deutsche Bahn, dass dieses jetzt investierte Geld auch wirklich so eingesetzt wird, dass diese Unzufriedenheit der Kunden... Ich hätte mal einen Vorschlag. Ich hätte mal einen banalen Vorschlag. Verbessert. Ich weiß, dass Ihnen das wichtig ist. Ich denke aber an die mit und ohne Black Mamba fahren und die sagen, ja, man braucht nicht ungefähr 156 Milliarden, um zum Beispiel zu vermeiden, dass, wenn draußen mal ein Lüftchen weht, dass kein Flugzeug umpustet, die Bahn stehen bleibt, übrigens auch in Ihrem Bundesland. Schauen Sie sich das mal an, unser kleiner Exkurs. Hier ist das Wetter. Alle reden vom Wetter, wir nicht. 1966. Eine gefeierte Werbung der Deutschen Bundesbahn sollte heißen, die Bahn fährt immer. Inzwischen ist diese Werbung regelmäßig eine Vorlage für viel Spott. Denn das Wetter und die Deutsche Bahn, die können nicht mehr so gut miteinander. Zum Beispiel am vergangenen Montag. Mit Mortimer fegt der erste Herbststurm über Deutschland. Die Folge? Massive Probleme bei der Deutschen Bahn. Wegen Sturmschäden werden die Strecken Hannover-Bremen und Hannover-Wolfsburg gesperrt. Und aus Sicherheitsgründen wird der Fernverkehr wenig später in ganz Niedersachsen, Bremen und Hamburg komplett eingestellt. Auch auf den Fernverkehrsstrecken Hamburg-Berlin und Wolfsburg-Berlin geht nichts mehr. Übrigens, der Flugverkehr lief wie immer in Hamburg, Hannover und Berlin. Herr Lutz, warum reicht der Bahn schon so ein normaler Herbststurm? Nichts geht mehr, die Flieger fliegen. Naja, weil auf den Luftverkehrsstrecken keine Bäume rumliegen. Und das ist in der Tat ein Thema, das wir bei uns auf dem Streckennetz haben. Insbesondere dann, wenn diese Stürme zu einer Zeit kommen, wo die Bäume noch Laub tragen und wir feststellen, dass genau diese Bäume ins Gleis fallen bzw. Äste sich auf die Oberleitung setzen. Und genau deshalb sind wir seit 2 Jahren da dran sehr intensiv. Ich habe eine kesse Frage. Ja. Das weiß man ja vorher, man sieht die Bäume wachsen. Ja. Nee, Sie irren sich. Die Bäume robben sich. Die Bäume robben sich heimlich vor so einem Sturm ran und stehen dann ganz überraschend da. Also das ist das Problem und schmeißen sich dann aufs Gleis. Nein, natürlich haben Sie recht, das ist vollkommen absurd. Selbst eine Pappel braucht 20 Jahre, um groß genug zu sein. Wenn da der Grünschnitt ordentlich durchgeführt werden würde, dann würde man die Bäume halt überhaupt nicht so groß werden lassen, dass sie sich aufs Gleis schmeißen können. Also das ist halt eins der Beispiele, was wir vorher hatten. Seit Jahrzehnten auf Verschleiß gefahren, seit Jahrzehnten nicht genug gemacht an manchen Nebenverkehrsstraßen.
Verkehrsstrecken wird der Grünschnitt vom Triebwagen durchgeführt, in dem die Äste gegen das Fahrzeug klatschen. Auf solchen Strecken bin ich oft genug gefahren. Deshalb rechtzeitig unterhalten, ausreichend Geld, dann fallen die Bäume einen schlagartig aufs Gleis. Und wenn jetzt jemand mit dem Naturschutz daherkommt, dann kann man auch bloß noch schreiend davonlaufen, weil nämlich, wenn man das alles rechtzeitig macht, steht nämlich da keine 100-jährige Eiche am Gleis. Wenn man vor 100 Jahren das gemacht hätte. Also wir sind an dem Thema dran. Ich wollte Ihnen jetzt gar keine Frage stellen, weil ich dachte, dass Sie Herrn Hofreiter für diesen beißenden Spott mal einen einschenken. Aber er weiß ja selbst, dass seit Jahren auch eingespart wurde, genau an solchen Beschneidungsmaßnahmen. Und deshalb gibt es sowas ja. Also das ist ja schlecht wegzuargumentieren. Na, es gibt eine klare Richtlinie, was Vegetationskontrolle angeht. 6 Meter links und rechts vom Gleis dürfen keine Bäume stehen. Das ist sichergestellt. Aber wir stellen eben fest, dass jenseits dieser 6 Meter trotzdem eben auch hohe Bäume stehen, auch Tiefwurzler und feste Bäume. Und an diese Themen sind wir seit 2 Jahren dran. Herr Altusmann hat Ihnen einen Brief geschrieben. Haben Sie ihn gelesen? Ja, habe ich gelesen und auch beantwortet. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Aber nochmal, wir sind da dran. Wir müssen das gesamte System, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wir müssen das gesamte System robuster machen. Auch gerade für solche extremen Witterungsereignisse. Ob das jetzt Hitzeperioden sind oder Stürme, Herbststürme oder Winterstürme. Ja, und an diese Themen gehen wir ran. Und da spielt das Thema Geld auch keine Rolle. Die Dinge, die notwendig sind und die wir auch gemeinsam angehen, weil viele Bäume übrigens auch nicht auf unseren Grundstücken stehen, sondern auf fremden Grundstücken, gehen wir gemeinsam an. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Wir müssen das System robuster machen. Frau Henke. Es gibt ja eben wirklich Einzelfälle, wo regionale Bahnunternehmen, die eben nicht mit der Deutschen Bahn zusammenhängen, sogar Insolvenz anmelden mussten und dann als Grund angegeben haben, ja, unsere Züge gingen so oft kaputt, weil sie so oft über Bäume gefahren sind. Eben, ja, und das ist ja in dem Sinne schon eine heftige Aussage, wenn, ja. Ja. Ja, es war keine Versicherung mehr bereit, die zu versichern. Und dann sind sie pleite gegangen. Und die Pendler hatten ein großes Problem. Erstes Unternehmen ist da bankrott gegangen. Ja, also, um es klar und deutlich zu sagen, da gebe ich Herrn Hofreiter ausnahmsweise mal wirklich recht. Wer den Deutschlandtakt mit 300 Stundenkilometern in den nächsten Jahren mit dem Regionalverkehr und anderen dann noch vernetzen will, aber vor allen Dingen sicherstellen will, dass wir die großen Strecken, die großen Tangenten sozusagen durch Deutschland dann ordentlich befahren können, und zwar schnell und zuverlässig, der wird nicht umhinkommen, in der Frage des Rechts an dieser Frage, in dieser Problematik etwas zu ändern. Wir haben es im Straßenbau, wir können dort auch eingreifen in das Eigentum. Das können wir entlang der Bahn bisher nicht ausreichen. Ich habe dazu Herrn Wirz einen Brief geschrieben. Wir haben heute auch die Antwort erhalten, oder in den letzten 48 Stunden. Das war Zufall. Aber ich gehe davon aus, dass wir es gemeinsam mit der Bahn dann am Ende hinbekommen. Es ist wirklich ärgerlich, dass jedes Mal, und diese Stürme sind ja vorhersehbar. Im Grunde nach ist ja klar, dass sobald ein höherer Sturm in Deutschland aufkommt, wir sofort anfangen, die Züge rauszunehmen oder aber möglicherweise Bäume auf die Gleise. Also der Sturm ist pünktlich, so kann man sagen. Ja, und ich finde, das ist einfach kein Zustand für ein Industrieland Deutschland. Da müssen wir was tun. Da müssen wir wirklich besser werden und sollten wirklich hier die rechtlichen Notwendigkeiten jetzt so stellen, dass wir das auch wirklich dann umsetzen können. Das geht und muss jetzt angepackt werden. Ja, das klingt immer, das ist... Nein. Ja. Lassen Sie doch mal, Herr Beißner. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das akzeptiere, dass das jahrelang sozusagen nicht ausreichend passiert ist. Da hat Herr Hofreiter ja recht. Okay, aber wir haben gerade eine Zusage gehört. Sie werden in der CDU dafür kämpfen, dass die rechtlichen Möglichkeiten geschaffen werden, dass und das Geld dafür zur Verfügung gestellt wird, dass wirklich der Grünschnitt entlang der Trassen gemacht wird. Ja, und die Sie Zusage sorgen dafür, haben dass wir nicht gleich eine Bürgerinitiative am Hals haben, wenn es darum geht, einen Baum zu fällen. Denn das ist auch notwendig. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann mich darauf verlassen, Sie sorgen dafür, dass im Bundestag von Ihren Kollegen von der Union das Gesetz eingebracht wird. Ohne hier koalitionäre Tendenzen anzuzeigen, aber da sind wir mal einig. Da bin ich gespannt. Der Moment bekommen, das sind ja praktisch indirekt auch Ihre Chefs, ne? Alle Bürger dieses Landes und alle Kunden sind sozusagen meine Chefs, weil wir uns daran orientieren. Aber Sie sind halt im Staatsbesitz noch und das sind dann Ihre Chefs. Darf ich einfach sagen, Sie haben es auch nicht leicht. Ja, einfach nur mal so zwischendurch. Weil das ist natürlich eine Diskussion, die ist ja richtig, aber das zeigt natürlich auch, in welchen Abhängigkeiten Sie sind und wann Sie wie ein Unternehmer handeln können und wann Sie wie ein
Staatsbetrieb handeln müssen. Aber diese Diskussion wird ja insofern auch ganz lustig geführt, weil teilweise klingt das dann so ein bisschen so, also wenn wir über die Kunden sprechen, als spricht man da über leidensfähige Liebhaber dieses Unternehmens. Sind sie doch, geben es doch zu. Ja, nein, ich sowieso, um Gottes, was ich schon alles gemacht habe. Ich kann ja nur mal so hier sein. Aber es geht ja wirklich auch um die berühmte Mobilitätswende. Und wir haben ja nun gerade auch hier in Berlin die Klimaaktivisten gesehen. Es muss ja in Zukunft so sein, dass die Bahn das attraktivste Verkehrsmittel von allen ist. Es ist ja dann, bislang ist es ja eher so ein Kann, wo man sagt, ja, wenn man die Zeit hat und die Leidensfähigkeit, dann kann man auf die Bahn. Aber es muss ja in Zukunft das Verkehrsmittel sein, dass das Schlauste und Beste ist. Und alle, die sich dann noch ins Auto setzen, sind entweder Liebhaber, eher old-fashioned oder einfach doof. Aber momentan... Oh, ich habe... Sie werden gleich noch ein paar kennenlernen in der Sendung hier. Naja, aber es Liebhaber ist ja, oder doof? Ja, aber es ist ja so, wenn du die Menschen von etwas überzeugen willst, dann müssen sie ja das Gefühl haben, das, was ich jetzt mache, ist schlauer als das, was die anderen machen. Bahnfahren ist aber in der Wahrnehmung vieler momentan nicht das Schlauste, was man machen kann. Viele andere setzen sich ins Auto und sagen, ich bin da drin autonom, ich zahle weniger Geld für das bisschen Sprit. Ja gut, ich stehe eine Viertelstunde im Stau, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich kann das noch selbst beeinflussen. Und die da in diesem Ding sitzen, die haben gar keine Wahl und zahlen im Zweifel auch noch das Doppelte. Das kann ja nicht das Gefühl sein, was ich der Bahn gegenüber habe, um die Leute in Zukunft davon zu überzeugen, alle die Bahn zu nutzen. Genau, und deshalb nicht den Status quo nur verteidigen. Das ist genau der Punkt. Das teilen wir absolut. Und deshalb nicht nur den Status quo verteidigen. Das ist so ein bisschen so diese Sicht, Entschuldigung, das ist diese Sichtweise zahlreicher Menschen, die in Ballungszentren leben. Ich komme aus einem Flächenland. Wir haben Menschen im ländlichen Raum in Niedersachsen, die haben mal nicht ebenso die Möglichkeit, zur nächsten Bahnstation fahren. Da fahren die 60, 50, 60 Kilometer hin. Das macht die Sache ja nicht. Das heißt, die werden weiterhin auch das Auto nutzen. Die Kombination liegt letztendlich vor, die wir besser hinbekommen müssen, zwischen Auto, Individualverkehr und gleichzeitig die Verbesserung des Bahnangebotes. Darum muss es gehen. Das ist eine kluge Politik, wenn man das hinkriegt. Aber ich störe mich ein bisschen immer an denjenigen, die, was weiß ich, mit dem Sektglas in der Hand irgendwo in wunderbaren Cocktailpartyräumen den Menschen jetzt erklären, was sie tun müssen. Und dass sie ihr Leben ändern müssen. Und es müssen jetzt alle Menschen in Deutschland müssen jetzt nicht mehr Auto fahren, die müssen jetzt alle mit der Bahn fahren. Aber wer das glaubt, redet den Menschen etwas Falsches. Aber dafür bin ich jetzt nicht der richtige Repräsentant. Ich komme aus Castrop-Rauxel. Das ist jetzt nicht die klassische Sektglas-Großstadt. Nicht Sektglas-Großstadt, aber Ballungszentrum möglicherweise. So, erklären Sie mal den Menschen im ländlichen Raum, wie wir diese Mobilitätswende so optimal organisieren, dass die Menschen überzeugt sind, die Bahn zu nutzen, gleichzeitig wir vernünftige neue Antriebstechnologien im Autobereich haben und dann am Ende dafür auch letztendlich... Aber das sehen wir doch genauso. Wir sind ja einer Meinung. Nur ich habe was dagegen, dass wir quasi immer so eine zentrierte Ballungsraumpolitik machen. Die Menschen leben nicht alle in Ballungsraum. Aber es geht, ein Missverständnis nur kurz. Sie haben 6500 Kilometer Bahn. Setzen Sie sich mal durch. Ich bin ja aus einem anderen Metier. Bei uns sind die Leute alle viel höflicher. Höflich sind die auch. Leidenschaftlich. Wir wollen Leidenschaft nicht. Nein, es geht ja nicht. Es geht, absolut, das registriere ich positiv. Es geht ja darum, dass man den Leuten eine Alternative bietet, dass sie von sich aus sagen, das ist ja viel besser. Aber momentan, auch durch das, ja gut, das Klimapaket ist ja als solches keines mehr, aber es darf ja nicht der Eindruck entstehen, dass die Autofahrer gegängelt werden. Weitermachen. Also ich habe jetzt den Direktvergleich gehabt, Mainz-Frankfurt. Ich hatte 2 Wochen lang das Auto genommen, das war der Himmel auf Erden im Vergleich zu meiner Pendelei. Ich hatte 90 Minuten gebraucht von Tür zu Tür, wenn ich Glück hatte, wohlbemerkt. Mit ÖPNV, ja, mit der S-Bahn. S8 war das übrigens die schlimmste Linie, glaube ich, im Rhein-Main-Gebiet. Und dann habe ich stattdessen das Auto genommen. Es war auch kein tolles Auto. Es war wirklich so ein Kleinwagen, keine Höchstgeschwindigkeit oder so. Und ich hatte wirklich trotz Stau die Hälfte der Zeit gebraucht. Und ich muss sagen, ich hatte dann nicht mehr die Gelegenheit, Auto zu fahren, aber bei der Strecke hätte ich mich immer wieder fürs Auto entschieden. Und da wäre mir persönlich mein persönlicher Nutzwert in dem Moment einfach wichtiger gewesen als irgendwelche klimatechnischen Überlegungen. Weil Sie würden auch freitags fahren? Ja, ich bin auch freitags und montags gefahren. Also. Ja. Wenn Sie sich das mal anhören, wird das Problem sein, weil Sie haben skizziert, die Leute von der Bahn zu überzeugen, dass sie vielleicht mal wechseln. Dann kann man sich natürlich an den Geschichten festhalten. Man kann aber auch sagen, vielleicht haben wir uns daran heute Abend auch ein bisschen beteiligt, gibt es so etwas wie eine Kollektivmeinung über die Bahn und deswegen
An dieser Stelle mal der Versuch einer psychologischen Ehrenrettung. Der Bahn hat nichts mit Pünktlichkeitsstatistik zu tun, aber vielleicht mit der Psyche dieses Landes. An irgendeinem Punkt hat sich die Republik anscheinend geschlossen dazu entschieden, die Deutsche Bahn zu verachten, ihre Verspätungen und Baustellen als persönlichen Affront zu betrachten. Junge Akademiker empören sich auf Twitter darüber, dass sich ihr Zug erdreistet, einen Oberleitungsschaden zu haben. Business-Typen schimpfen ins Telefon über die unübersichtliche Wagenreihung, obwohl sie den Excel-Tabellen auf ihren Laptops nachzuurteilen schon komplexere Systeme verstanden haben sollten. Angesoffene Junggesellenabschiede rufen typisch Deutsche Bahn ins Abteil, in der Hoffnung, von den Mitreisenden Bewunderung für ihre Schlagfertigkeit zu erhalten. Die, die während einer Fußball-WM Nationaltrainer sind, werden in einem stehenden Zug zum Bahnvorstand. Würden wir uns über jeden pünktlichen Zug in diesem Land so leidenschaftlich freuen, wie wir uns über die Verspäteten ärgern, wir hätten die beste Laune der Welt. Da freut sich Herr Lütz, tut auch mal gut, ne? Ja, und ich würde die Runde gerne nochmal aufgreifen, weil ich glaube, wir sind uns doch alle einig, wir wollen eine bessere Bahn, wir wollen eine starke Schiene. Und für die Klimawende, die wir brauchen, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und weltweit, müssen wir den klimafreundlichsten Verkehrsträger groß und stark machen. Das heißt, wir müssen in Kapazitäten investieren. Das fängt bei uns an mit zusätzlichen Mitarbeitern. Seit 2 Jahren fahren wir eine Joboffensive. Das geht weiter mit Fahrzeugen. Wir haben noch nie so viel in neue Fahrzeuge investiert. Und ich würde ausdrücklich sagen, also spätestens seit der Beschlussfassung über das Klimapaket sind wir uns doch alle einig, dass wir auch die Infrastruktur, die der Schlüssel ist für Wachstum und Verkehrsverlagerung, dass wir diese Infrastruktur nicht nur in ihrer Substanz im bestehenden Netz, sondern eben auch neu und ausbauen müssen, damit wir diese Verkehrsverlagerung auf die Schiene hinbekommen. Denn aktuell sehen wir überall, egal wohin wir gucken, Wachstumsschmerzen, ein immer mehr steigenden Verkehr auf einer immer knapperen Infrastruktur. Das gilt für große Metropolen und das gilt auch für die großen Strecken zwischen der Hauptstadt Berlin, Köln, Hamburg, München und so weiter. Das heißt, wir müssen das System anders dimensionieren, damit das, was wir uns alle wünschen, nämlich Verkehrsverlagerung, stattfindet. Fängt es da auch damit an, dass man ehrlich kommuniziert? Also zum Beispiel auch Züge mit einberechnet in eine Pünktlichkeitsstatistik, die einfach nicht fahren. Oder dass man sagt, ja, wir fahren viel mit Ökostrom, aber ganz so grün, wie wir uns geben, sind wir doch nicht. Schauen Sie sich das mal an. Grüne statt rote Streifen. Der neue Ökoanstrich für die ICE. Der Fernverkehr ist seit letztem Jahr mit 100% Ökostrom unterwegs. So wirbt die Bahn. Wenn man aber den Regional- und den Nahverkehr auch noch mit betrachtet, sinkt der Ökostromanteil auf 57%. Auch das wäre, verglichen mit dem normalen Strommix, der in Deutschland aus den Steckdosen kommt, noch ein sehr grüner Wert. Nur dieser Wert bedeutet nicht, dass 57% des Stroms, der tatsächlich bei der Bahn durch die Oberleitung fließt, komplett mit zum Beispiel Windrädern produziert wurde. Und das kommt so. Die Bahn kauft bei Ökostromproduzenten, zum Beispiel in Norwegen, Ökostromzertifikate. Die Norweger dürfen die ausgeben, weil sie tatsächlich Ökostrom produzieren. Die norwegischen Ökostromproduzenten dürfen ihren grünen Strom dann aber nur noch als normalen Strom verkaufen. Und die Deutsche Bahn malt mit den Öko-Zertifikaten, Herkunftsnachweise genannt, ihren Kohle- oder Atomstrom grün an. Dem Klima nutzt das alles wenig. Denn neue Ökostromanlagen entstehen so nicht. Herr Lutz, ich sage jetzt nicht Taschenspielertrick, aber muss man nicht sagen, oder wäre es nicht ehrlicher zu sagen, statt, wie Sie es mal gesagt haben, wir sind die Guten, wäre es dann nicht ehrlicher zu sagen, wir sind nicht ganz so schlecht wie die anderen, wenn man sich diese Zertifikatpinselei anguckt? Ja, wir haben viele originäre Stromlieferverträge direkt mit Wasserkraft und auch mit Windkraft. Und ja, wir nutzen auch, wie viele andere, sogenannte Herstellnachweise, Herkunftsnachweise, die vom Umweltbundesamt anerkannt sind. Das ist ein bestimmter Anteil in unserem Ökostromanteil. Und wir werden dieses Jahr bei 60% etwa rauskommen. Damit sind wir 20% Vorsprung vor dem öffentlichen Netz. Und wir werden das in den nächsten Jahren ausbauen. Übrigens auch mit
neuen Modellen, wo wir nicht nur auf diese Herkunftsnachweise gehen, sondern eben auch tatsächlich innovative Modelle mit dezentraler Einspeisung, mit tatsächlicher Windenergie und Wasserkraft. Wir wollen da wirklich etwas für die Umwelt machen. Und ich glaube, dass wir da wirklich auch vorbildlich sind. Nicht nur in den letzten paar Monaten, sondern tatsächlich auch Teil unserer DNA ist das Thema Klimaschutz, das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Ökologie. Wenn man sich ehrlich macht und man setzt sich in einen Intercity ICE und da steht dran 100% grüne Energie, wie würden Sie das sagen, Herr Hofreiter? Ist das eine Mogelpackung, wenn man drin sitzt oder nicht? Es ist vielleicht beim ICE nicht eine Mogelpackung, aber es ist halt bei der Gesamt-DB AG ein Problem. Und deswegen wollen wir bis 2030, dass die Bahn zu 100% mit erneuerbaren Strom fährt. Aber da muss ich halt auch dafür sorgen, dass die entsprechenden Windkraftanlagen gebaut werden, dass die Leitungen gebaut werden. Und da muss ich halt die Auseinandersetzung dann bereit sein, vor Ort zu stehen und nicht sofort wegzukippen. Und ich muss die Rahmenbedingungen setzen. Und wenn man dann wieder sagt, naja, jetzt wird wieder die Bundesregierung kritisiert und das ist halt wieder parteiengezänkt, ja, das hilft halt nichts. Nämlich die sind halt der Regierung, sie sind halt die Mehrheit und müssen halt irgendwie diese Gesetze machen. Und sie machen halt die Gesetze nicht, dass der Windkraftausbau vorankommt, sondern sie machen die Gesetze so, dass der Windkraftausbau zusammengebrochen ist. Und deshalb würden wir uns da auch wieder wünschen, andere Rahmenbedingungen zu setzen. Wir machen das Ganze ja nicht, weil wir irgendwelche Leute ärgern wollen oder weil wir Schiene toll finden, sondern wir machen das halt unter anderem deshalb, weil wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen retten wollen und retten müssen. Oder ich hoffe zumindest, dass es den Konsens gibt, dass wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen retten. Und dafür brauchen wir halt eine funktionierende Bahn und wir brauchen eine Bahn, die im Idealfall mit 100% erneuerbaren Strom fährt. Und damit die Bahn ausreichend funktioniert, müssen wir deutlich mehr investieren. Damit die Bahn mit 100% erneuerbaren Strom fährt, müssen wir halt deutlich mehr Windkraftanlagen, Photovoltaik und Speicher und Leitungen bauen. Und die Auseinandersetzung muss man stehen. Herr Altusmann, ich wünsche angenehme Koalitionsgespräche, in welchem Land auch immer. Jetzt sind unsere Zuschauer dran, alles Bahnkunden. Und wir müssen nicht auf den Faktencheck warten, was die 93,5% Pünktlichkeit angeht. 94. Ja, das will ich jetzt nicht nochmal anfangen. Sie hatten recht. Das ist die Zahl, die Fernverkehr und Nahverkehr zusammen hat. Punkt an Sie. Gut. Dankeschön. Kitty. Wir machen mal im Geist ein wenig heitere Werbemusik an und dann stellen wir uns einen Werbespot vor. Das ist zumindest die Idee unseres Zuschauers Gerhard Rangol. Er schreibt bei uns im Gästebuch: Warum bin ich eigentlich noch nie mit einer Bahn mit ausgelassener Stimmung, leisem Dahingleiten, leeren Gängen wie in den Bahnwerbefilmen gefahren? Antwort: Weil die Realität ganz anders aussieht. Und wie sie aussieht, hat ein anderer Zuschauer formuliert, nämlich Rolf Werner. Er sagt: Schienennetz, Trauerspiel, bröckelnde Brücken, rostende Schienen, marode Bahnhöfe, Blamage für Bundesregierung. Bürger, nicht mehr einsteigen, Gefahr im Verzuge, Auto die sichere Alternative. Viele Ausrufezeichen. Viele Ausrufezeichen, ein bisschen Empörung mit dem Spiel, genau. Das gibt manchmal so Momente als Bahnkunde, da zweifelt man am System. Und ein solcher Moment ist zum Beispiel, wenn man mit dem Fahrrad bepackt, mit Einkäufen in strömendem Regen am Bahnsteig steht und die Bahntüren öffnen sich und keine Katze passt mehr rein wegen totaler Überfüllung. Das soll die Zukunft sein, schreibt Jens Schmal bei uns im Gästebuch. Was haben Sie gesagt, Herr Hofreiter? Ich musste grinsen, weil keine Katze. Ja. Auch die haben Fahrgastrechte. Ja, es gibt natürlich auch die andere Seite der Medaille. Ewald Nerbas schreibt: Jeder fühlt sich bemüßigt, irgendwelche schlechten Erfahrungen gehört oder selbst gemacht zum Besten zu geben. Über den alltäglichen Wahnsinn auf deutschen Straßen wird vergleichsweise wenig Empörung gezeigt. Wir haben auch viele Zuschauer, die einfach sagen: Funktioniert gut mit der Bahn, ich bin pünktlich. Anne Berlöhner zum Beispiel aus Gießen, die hat uns angerufen und sagt, sie möchte eine Lanze für das Servicepersonal brechen. Also sie erlebte schon wiederholt, dass natürlich die Menschen ihren Frust haben und lassen den zu Unrecht am Servicepersonal ab. Und ein anderer Zuschauer hat uns auch angerufen und hat gesagt, die meisten Probleme im Zug bereiten die Mitreisenden und machen die Stimmung aus. Wer verschmiert die Bahn und zerstört zum Beispiel die Toiletten oder anderes in den Waggons? Also auch das gehört mit zur Geschichte.
Trotzdem würde ich sagen, bei den meisten. Aber mal gerade bei dem Servicepersonal oder bei den Zugbegleitern, ich finde, die Ansagen haben sich auch verändert. Also ich finde, es gibt Zugchefs, die machen Ihnen, Herr Beisenherz, Konkurrenz, wie Sie Verspätungen verkaufen oder nicht funktionierende Speisen. Das sind teilweise toll moderierte Verspätungen, das stimmt. Was ich ganz toll finde, ist aber dieser fröhliche Tonfall des Zugchefs, wenn er durchsagt, dass der Zug pünktlich in den Bahnhof einläuft. Der ist dermaßen euphorisch dann in diesem Moment. Also da knallen die Korken. Sind Sie schon mal Ryanair geflogen? Dann gibt es eine Fanfare, wenn die pünktlich landen. Also das machen andere auch. Aber Sie haben wahrscheinlich auch Beißhemmungen. Man kann sich ja auch mit Bahnpersonal, die sind ja mitgefangen im Zug eigentlich nicht auseinandersetzen. Das finde ich ehrlicherweise, das ist das Allermieseste, was man den armen Schaffnern, dem Bahnpersonal zumutet. Zugchefs. Wenn die dann auch in so einer Situation, wo die Bahn schon irgendwie 110 Minuten Verspätung hat, keiner sagt was, und dann müssen die auch noch mit so einem Zettel Kundenzufriedenheitsbefragung durch die einzelnen Ich habe schon den einen oder anderen Schaffner tröstend in den Arm genommen und habe dem gesagt, komm, ist doch nicht so schlimm. Und der hat gemeckert und hat gesagt, das ist das Allerletzte hier. Und dann ich als Reisender habe gesagt, komm, jetzt reg dich nicht auf. Schon okay, so schlimm ist es doch nicht. Ja, aber Stichwort Zettel. Wenn die Bahn zu spät kommt und man kriegt tatsächlich diese Fahrgastentschädigung, das ist nicht irgendwie digital. Nein, da muss man sich dann auch noch mal mit diesem Papier auseinandersetzen, verliert noch mal Zeit. Warum ist das jetzt eigentlich nicht digital? Wobei man sagen muss, das kommt. Moment, Herr Hofreiter, es war eine Frage an Herrn Lutz, der soll die Chance haben, es zu beantworten. Ohne neue App. Oder vielleicht doch? Ja, vielleicht kommt im nächsten Jahr eine App, wo das dann auch digital wird. Im Moment ist tatsächlich. Lassen Sie sich ein neues Handy schenken mit mehr Speicherplatz frei. Im Moment ist unser Problem in der Tat, wir wissen eben nicht, anders als übrigens die Kollegen in Frankreich, wer wann mit welchem Zug genau fährt. Deshalb muss das alles manuell erfasst werden. Ich weiß, dass das eine ziemliche Last ist im Ausfüllen dieser Fahrgastentschädigung, aber wir sind da dran mit einem neuen IT-System, die Welt dafür unsere Kunden, auch was das Thema Fahrgastentschädigung angeht, einfacher zu machen. Noch ein Argument, nächstes Jahr wieder die Black Mamba zu kaufen. Ich habe gemerkt, dass bei vielen Zuschauern die Freundschaft beim Geld aufhört und sie sagen, Bahnfahren ist doch eine verdammt teure Sache, wenn man schon was machen will für die Zukunft. Jürgen Schlichter zum Beispiel schreibt, wenn man für eine Zukunft von Husum nach Kiel 1 Stunde 37 Minuten unterwegs ist und für ein Rückfahrtticket 38 Euro bezahlen muss, dann fahre ich lieber 55 Minuten Auto und habe Spritkosten von maximal 15 Euro. Kann passieren. Ja, trotzdem Vorbild sein und den Klimawandel in den Blick nehmen, das wollen viele Zuschauer. Und sie haben auch deine Anmoderation in die Sendung sehr aufmerksam gehört, dass du hergeflogen bist von Köln nach Berlin und sagen, ist das denn ein gutes Vorbild? Udo Exner zum Beispiel schreibt, Plasbeck fliegt fürs Klima. Nein, für die Bequemlichkeit, weil ich sonst sonntags nach Berlin fahren müsste. Ich fahre immer zurück, morgen 8.50 Uhr. Berlin Hauptbahnhof, Köln an, 13.06 Uhr, so Herr Lutz will. Puh, er weiß es. Ja, dann habe ich noch die Meinung von Max Müller. Er schreibt, ob ich von München Hauptbahnhof nach Hamburg Hauptbahnhof 160 oder 140 Euro bezahle, macht das Kraut nicht fett. Also wenn die Mehrwertsteuer da rausgenommen wird, würde die Fahrkarte statt 160 aber nur 80 Euro kosten, könnte man darüber nachdenken. Und noch ein vielleicht transparenteres, verständliches Preissystem wünscht sich Frank Decker. Normal, Flex, Spar, Superspar, klasse Mathematikersystem. Macht Bahnfahren einfach und billig und baut die Verbindungen und das Netz aus. Dankeschön, Gitti, für diesen Überblick. Und ein paar Bahnfreunde gab es auch noch. Wir haben Preisbeispiele gehört, das bezog sich auf eine Einzelkarte hin und zurück. Zu teuer, das hört man oft von Pendlern und wir haben das mal aufgegriffen. Wir wollten mal wissen, stimmt das wirklich, wenn man fast alles zusammenrechnet? Wir haben gerechnet und sind zu einem überraschenden Ergebnis gekommen. Los geht's am Bahnhof in Sechtem. Von hier dann weiter über Köln nach Düsseldorf. Der Zug fährt durch zwei Verkehrsverbünde. Dafür gibt es im Abo das sogenannte Schöner Monat Ticket NRW. Kosten 245,30 Euro im Monat. Über die Autobahn sind es hin und zurück 120 Kilometer pro Tag. Das macht im Monat rund 2200 Kilometer mit dem Hyundai i30 Diesel. Der ADAC berechnet für uns die Betriebskosten, wie zum Beispiel den Sprit.
Und außerdem noch die Werkstattkosten, die Reifenkosten und einen kilometerabhängigen Wertverlust. Kosten 510,40 Euro im Monat. Das ist mehr als doppelt so viel wie mit der Bahn. Übrigens, die Anschaffung des Autos ist da noch nicht mit eingerechnet, Steuern und Versicherungen auch noch nicht. Und? Knöllchen erst recht nicht. Das Auto doppelt so teuer bei einem Monatsticket wie die Bahn. Sie sind Studentin, Frau Henke. War Ihnen klar, wie viel günstiger die Bahn ist, wenn man dieses Beispiel nimmt? Bei dem Beispiel war ich jetzt überrascht. Insgesamt. Wir auch, aber wir haben es dreimal nachgerechnet und nachrechnen lassen. Insgesamt finde ich trotzdem, dass die Bahnpreise noch zu teuer sind. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt diese 10% Preissenkung so viel reißen werden dran. Also Fakt ist, wir bräuchten eigentlich einen viel stärkeren Wettbewerb auf der Gleise. Und das ist eigentlich ein strukturelles Problem. Da müsste man im Prinzip das Netz von der Deutschen Bahn absplittern und verstaatlichen, sodass eben Wettbewerb möglich ist und auch Konkurrenz nicht so hohe Trassenpreise zahlen muss und die gleichen Möglichkeiten hat. Und dann könnte so ein gewisser Preiswettbewerb entstehen und das könnte dann uns als Verbraucher zugutekommen, denke ich. Herr Hofreiter nickt leicht und Herr Lutz, die Gleise weg, was halten Sie davon? Na, wir haben ja seit 1994 haben wir ja genau diesen Wettbewerb im Fernverkehr, im Nahverkehr und im Güterverkehr. Wir haben Marktanteile im Regio-Bereich Nahverkehr von etwas mehr als 60% und im Güterverkehr. Im Fernverkehr haben wir auch Wettbewerb, aber man muss ganz nüchtern bilanzieren, dass zumindest mal flächendeckend noch keiner bereit war, die relativ hohen Investitionskosten auch mitzutragen. Aber das Wettbewerbsargument gilt für das gesamte System, glaube ich, nicht wirklich. Es gibt nirgendwo in Europa so viel Wettbewerb auf der Schiene wie bei uns in Deutschland. Es gibt über 400 Verkehrsunternehmen, die nicht zum DB-Konzern gehören. Wenn Sie alle anderen europäischen Länder zusammennehmen und zu seinen nicht staatseigenen Wettbewerber zusammenzählen, ist das nicht so viel wie hier in Deutschland. Ein Drittel auf der Schiene findet von konzernexternen Verkehrsunternehmen statt. Und das spricht für das Wettbewerbsargument auch in einer integrierten Struktur, wie wir eine haben. Ich hätte da durchaus jetzt ein Beispiel aus Italien. Da ist seit 2012 so ein Start-up, ich glaube, von dem Ferrari-Chef, von dem ehemaligen. Und die haben schon den Marktführer da ziemlich eingeheizt. Und tatsächlich sind die Preise auf einigen gängigen Strecken wie Rom oder Rom-Mailand ziemlich abgesunken. Die hatten recht billige Tickets verkaufen können, weil die eben die Wartung der Züge geoutsourced haben. Und tatsächlich ist es so, dass das Fahrgastaufkommen gestiegen ist, dass tatsächlich weniger Flüge verkauft werden, sogar zwischen den Strecken. Und ich sehe jetzt in Deutschland da keine Möglichkeit, dass da ein Konkurrent derart erfolgreich reinpreschen könnte. Siehe das Beispiel mit Flixtrain, die ja teilweise sogar schon versucht haben zu klagen gegen schlechte Streckenvergaben zeitlich und auch, ja. Aber nochmal, wir verhindern keinen Wettbewerb. Es ist jeder eingeladen. Die zahlen auch übrigens alle die gleichen Trassenpreise. Die Trassenvergabe erfolgt unter strenger Aufsicht auch der Bundesnetzagentur. Insoweit ist jeder Wettbewerb auch im Fernverkehr möglich. Es kommt ja immer auch mal wieder jemand auf das Netz und versucht, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu machen. Wettbewerb ist möglich und wir hindern niemanden daran. Naja, trotzdem müsste das Ganze etwas geordnet werden, muss man ehrlicherweise sagen. Erstens ist Ihre Infrastruktur, da haben Sie das Problem, dass das viel zu stark zersplittert ist. DB Energie ist eine eigene GmbH, DB Station und Service ist eine eigene Aktiengesellschaft, DB Netz ist eine eigene Aktiengesellschaft. Das heißt, wenn Sie am Bahnsteig stehen, aufs Netz runterblicken, auf die Leitung hoch, dann haben Sie es bereits mit drei Gesellschaften zu tun und dementsprechend kompliziert ist es. Und gleichzeitig haben Sie die Vermuschelungen in Ihren integrierten Konzern und deswegen haben wir viel Sympathie für dieses Konzept. Darf ich mal eben fragen, was heißt Vermuschelung? Sie haben sozusagen einen integrierten Konzern. Und deshalb würden wir gerne die Infrastruktur in eine starke Infrastrukturtochter oder ein starkes Infrastrukturunternehmen integrieren. Das heißt Netz, Station und Service, Energie zusammen. Und auf der anderen Seite DB Transport. Das wären zwei starke Konzerne. Und wir hätten dann es auf der einen Seite leichter mit Wettbewerb, hätten eine klarere, transparentere Struktur. Wir könnten mit den Trassen
Straßenpreisen runter, wir könnten mit Grenzkosten, das sind jetzt alles technische Begriffe, agieren. Und insgesamt würde das den Bahnverkehr sehr nutzen. Dazu müssen wir allerdings Eisenbahngründungsgesetz anpacken. Und das machen wir auf der nächsten Eisenbahnerverkehrstagung. Sie haben selbst gesagt, das ist natürlich etwas, was wahrscheinlich einen Effekt bringt, den Sie für politisch richtig halten. Ich möchte mal zu den Menschen zurückkommen, die offenbar ignorieren, dass Autofahren so viel teurer ist als Bahnfahren. Sie haben das eben schon gesagt, Herr Beisenherz. Man muss die Menschen emotional packen, wenn wir über Klimawandel reden. Was kann man da tun? Und wenn der Preis zur Bahn zu wechseln so hoch ist. Wir haben das mal mit einer Umfrage versucht in einer Großstadt und sind an einen üblichen, in diesem Fall Dienstagmorgenstau, rangegangen. Das heißt, Rückführsatz ist rangegangen. Stop and Go im Kölner Norden. Wer hier von der A57 in die Stadt kommt, sieht rot und hat schon vorher auf der Autobahn 20 Minuten im Stau gestanden. Wir von Hart aber Fair wollen wissen: Stau, warum fahren Sie nicht mit der Bahn? Weil die Verkehrsanbindungen viel zu schlecht sind. Kommt nicht, ist überfüllt. Dann bin ich halt viel, viel länger unterwegs als mit dem Auto. Trotz Stau? Ja, trotz Stau tatsächlich, ja. Weil ich lieber mit dem Auto fahre. Dann müsste ich dreimal umsteigen, das ist mir zu viel. Weil ich keine 3 Stunden unterwegs sein möchte, sondern nur 1 Stunde. Sie könnten mit der Bahn Freizeit pendeln. Ja, nein, wir müssen auf eine Seite. Sie sind aber aggressiv. Ja. Sie brauchen genauso lange mit der Bahn. Ja, aber dann fahren Sie doch Bahn. Ja, aber ich muss ja erstmal zum Bahnhof hinkommen. Das habe ich jetzt nicht mit einem berechnet. Das heißt, Sie sind früher Bahn gefahren und dann sind Sie umgestiegen, weil es keine Parkplätze mehr am Bahnhof gab. Genau. Und das, obwohl ich ein Jobticket habe. Und die Bahn hat keine Chance bei Ihnen, als Fahrgast Sie zu gewinnen? Theoretisch schon, wenn es ein bisschen zügiger gehen würde. Dann wäre ich durchaus gewillt, auf die Bahn umzusteigen, weil Autofahren ist auch gerade jetzt zu der Jahreszeit Stress. Ich fahre gerne Auto, ob Ihnen das gefällt oder nicht. Jetzt haben wir Sie. Sehen Sie? Und dann machen Sie hier den Ampelstau länger. Hätte ich lieber das Fenster oben gelassen. Ja, das mal. Der Herr nimmt es mit Humor. Haben Sie eine Idee, wie man Menschen aus dieser Bequemlichkeitshülle rauskriegen kann? Das sind ja auch gute Argumente. Es ist die Zeit, es ist die Umständlichkeit, es ist die Zuverlässigkeit, dass die sagen, ich stehe lieber in meiner eigenen Hülle 15 Minuten im Stau, als mit der Bahn zu fahren. Wenn jetzt kräftig investiert wird in die Bahn, wenn in die technologischen Kapazitäten der Bahn ordentlich investiert wird, damit weniger Zugausfälle passieren, die Bahn pünktlich ist, dann kann man sicherlich viele Menschen davon überzeugen. Und wenn wir jetzt auch noch auf den Fernverkehren sozusagen die Mehrwertsteuer entsprechend absenken auf das Niveau des Nahverkehrs, wird es ja noch mal zu einer deutlichen Entlastung kommen. Die Bahn hat angekündigt, auch da erwarte ich, dass das umgesetzt wird. Das, was man jetzt durch die Klimareform einspart, dass das auch an den Kunden weitergegeben wird. In der Frage der Servicequalität, der Optimierung der IT-Kapazitäten. WLAN habe ich schon genannt. In allen Zügen, auch in den Nahverkehrszügen, ist das ein Thema für die Länder. Ich glaube einfach, die Frage der Attraktivität muss noch in den Vordergrund, die Frage des Services. Und wir müssen noch sehr stark dafür werben, für diese Mobilitätswende. Es bringt überhaupt nichts, den Menschen in Deutschland zu erklären, wir müssen jetzt die Verkehrswende und Mobilitätswende und Energiewende und wir müssen uns nur noch wenden und wandeln. Aber vergessen dabei manchmal, dass wir die Menschen davon auch noch überzeugen müssen mit guten Argumenten, dass es attraktiv sein muss. Sie haben eben... Sie haben eben gesagt, Herr Beisenherz, vielleicht liegt es einfach nur an der Bequemlichkeit und man kriegt es gar nicht hin. Und dann habe ich ja gesagt, warten Sie mal ab, Sie werden ein paar Leute kennenlernen, die genau sagen, so bleibe ich das. Ja, was sagen Sie denen? Naja, Bequemlichkeit ist ja sehr relativ. Also wenn es jetzt wird es wieder Herbst, dann geht man ja besonders gerne vor die Tür bei 8 Grad und Regen. Also das heißt, wenn ich zur nächsten Bahnstation erstmal, muss ich erstmal hinkommen. So, wie mache ich das? Dann nehme ich das Auto, dann findet der Mann keinen Parkplatz und dann muss er erstmal die Bahn nehmen. Das heißt, du musst ja auch erstmal eine Verbindung schaffen zwischen deinem Wohnort, dem Platz, wo du lebst, dein Haus oder die Wohnung, zur Bahnstation. Und das alleine ist ja schon häufig so nervig für viele, dass sie sagen, weißt du was, komm, ich nehme direkt das Auto. Da geht es ja schon mal los. Das heißt, du musst es ja erstmal bis zur Bahn schaffen. Bis dahin dauert es ja schon mal eine ganze Weile. Also wieder das praktische Beispiel, ich bin in Henrichenburg, mein Heimatort, besuche meine Eltern, dann muss ich es ja erstmal bis nach Dortmund zum Bahnhof schaffen. Das sind mit dem Auto 15 Minuten. Das wären aber mit ÖPNV, der Bus kommt einmal die Stunde,
Wenn ich den erwische, das ist schon mal gut, dann ist es eine halbe Stunde zum Hauptbahnhof. Und vom Hauptbahnhof nochmal mit der Bahn nach Dortmund sind es auch nochmal 30 Minuten. Das ist schon mal eine Stunde plus Fußweg, Stunde 15, wenn alles gut läuft. Und dann kann ich erst die Bahn nehmen, die häufig genug dann auch nochmal verspätet ist. Ist ja klar, dass viele Leute dann sagen in einer solchen Situation, komm, lass gut sein, schön mit der Bahn, nettes Experiment, ich nehme direkt das Auto. Und das ist ein sehr praktisches Beispiel. Und da muss man halt eine Überbrückung schaffen, dass die Leute erstmal, aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Das hat zwar auch mit der Mobilitätswende zu tun, aber das ist dann jetzt nicht das alleinige Problem von Herrn Lutz. Aber wenn ich mir die Hauptstädte angucke, in denen schon diese ganzen E-Busse rumfahren, die Mojas, die irgendwelche Leute einsammeln, wo die Großstädte eh schon voll sind mit E-Scootern und Carsharing, die müsstest du theoretisch eigentlich eher in die Provinz packen, dass sie dort die Leute einsammeln und da absetzen, wo sie dann die Bahn oder den Regionalexpress nehmen könnten. Denn hier sind eh viel zu viele in der Großstadt. Kein Mensch braucht in Berlin oder Hamburg noch diese ganzen Moja-Dinger. Wenn Sie mal an die Summe denken, die Herr Altusmann oft genannt hat und damit auch... Ist das viel Geld? Ich weiß es ehrlicherweise. Was? Also hier, ich zeige nochmal, pro Faller 156 Milliarden Euro ist mehr als Sie im Monat verdienen, glaube ich, Herr Beisener. Aber nur knapp. Ja, nur knapp. Also das ist schon ein Brutto, ne? Ist brutto oder netto? Nee, brutto ist brutto. Ist brutto. Okay, das ist ein Haufen Geld, Herr Lutz. Macht Ihnen die Summe Angst? Kriegen Sie die überhaupt sinnvoll in so schneller Zeit verbaut, dass Frau Henke jetzt, ich bin ganz erstaunt, weil sie zwei Wochen Auto so toll fand, dass das reicht, um sich von dem Kauf eines Autos noch abzuhalten? Ja, es ist das Signal dafür, dass wir das gesamte System ausbauen wollen und dass wir vor der größten Investitions- und Wachstumsoffensive stehen, die die Eisenbahn in den letzten 180 Jahren gesehen hat. Haben Sie die Leute dafür, wie wollen Sie das machen, die Kohle sinnvoll auf die Schiene zu kriegen und schnell auf die Schiene zu kriegen? Das ist ja eine Riesenverantwortung. 156 Milliarden, Druck kriegen Sie von allen Seiten. Ja, das ist ein Zeitraum bis 2030 und es ist genau für diese unterschiedlichen Themen, für das bestehende Netz mit einer 10-jährigen Finanzierungsvereinbarung für das bestehende Netz. Es geht um Neu- und Ausbau und es geht auch um das Thema technologische Erneuerung, Digitalisierung des Systems. Und gemeinsam mit der Branche und auch mit der Bahnindustrie sind wir finster entschlossen, auch diese Themen voranzubringen und eben nicht nur in höheren Preisen, sondern auch tatsächlich in mehr Verkehr, in zusätzlicher Infrastruktur, weil die der Schlüssel ist. Finster entschlossen ist gut. Wann sind Sie fröhlich bereit zu sagen, bei uns klappt jetzt das Zugreservierungsanzeigesystem? Das wird hoffentlich schneller gehen als die 156 Milliarden zum Verbauen. Aber ich glaube, wir müssen das gesamte System ausbauen. Nicht nur die Infrastruktur, sondern eben auch zusätzliche Fahrzeuge und auch bei uns zusätzliche Mitarbeiter. IT-Systeme, WLAN und vieles andere mehr. WLAN kann man eine ganze Sendung zu machen. Da passieren lustige Sachen mit in Deutschland. Ich sage Ihnen nur ganz kurz, ich war in Nairobi mit einem klapprigen Bus unterwegs. Da habe ich gebetet, dass ich ankomme. Da sehe ich so ein WLAN-Schild und hatte bei einer Überlandfahrt über 3 Stunden einen Top-WLAN. Und dann habe ich dran gedacht, das geht leider nicht im ICE zwischen Berlin und Köln. Aber das ist ein anderes Thema. Da machen wir noch mal eine Sendung zu. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem Speise... Sie ahnen, das ist die Schlussrunde. Das Fantasiegefragt. Ich fange mit Ihnen an, Herr Lutz. Sie arbeiten in einem Speisewagen oder sagen wir Bistrowagen der Deutschen Bahn. Die Kaffeemaschine ist kaputt und die Kaltgetränke sind morgens nicht vollständig geliefert worden. Die gehen gleich aus. Der Zug ist voll. Wen in dieser, aus dieser Runde hätten Sie gerne dabei, damit Sie überleben? Ich hätte gerne Herrn Hofreiter dabei und wir überlegen dann, ob wir irgendwelche bayerischen Getränke dann vielleicht als Ersatz für einen warmen Kaffee nutzen. Herr Hofreiter, wen hätten Sie gerne dabei in der Situation im Speisewagen? Ich hätte gern Herrn Lutz dabei und wir würden, so wie ich das schon erlebt habe, die großen Vorräte an Erdinger Weißbier nutzen und damit den ganzen Speisewagen abfüllen. Und das wollte ich vorher sagen, nämlich die Bahn wird einfach ganz häufig gerettet, von Ausnahmen abgesehen von ihren ganz tollen Mitarbeitern. Gut, das stimmt. Haben Sie einen Sponsorenvertrag mit Erdinger Weißbier? Nein, es gibt auch deutlich besseres Weißbier, aber das gab es halt in der Bahn. Okay, oh, ja. Frau Henke, wen hätten Sie gerne dabei? Ich hätte auch gern Herr Lutz dabei, weil ich dann hoffe, als enttäuschte Bahnkundin, die jetzt keinen Kaffee bekommen hat, wenigstens eine gute Entschädigung zu bekommen und bitte kein Wasser aus den Tetrapack-Verpackungen. Cash ist gefragt, ja. Herr Lutz. Herr Beisener. Ich würde auch Herrn Hofreiter mitnehmen, denn Herr Hofreiter macht ja
ich glaube, er macht es immer noch, selbst Pralinen. Und dann sollte er reichlich davon einpacken und die dann verteilen. Dann sollte die Stimmung doch deutlich besser sein. Herr altes Mann, wen nehmen Sie? Ich würde Herrn Beisenherz und Herrn Hofreiter nehmen. Herrn Hofreiter würde ich versuchen, die Pendlerpauschale zu erklären, damit er das dann Herrn Habeck noch mal erklärt. Und darüber würden wir beide eine Comedy-Show machen. So machen wir. So, vielen Dank auch für diese Schlussrunde. Faktencheck morgen. Eine Fakte haben wir schon geklärt, so ab Mittag. Vielen Dank. Danke an Sie. Sie waren ein sehr aufmerksames Publikum. Danke an diese Runde. Herr Lutz, nochmal herzlichen Dank. Herr Hofreiter, vielen Dank. Danke. Und Herr Beisenherz, Altesmann. Die Tagesthemen sind dran mit Gina Atalay. Mit welchem Thema gehen Sie voran? Herr Frank, von der Bahn und